So, wir sind wieder da und wir wollen die Schulen in Nordrhein-Westfalen verschönern. Also liebe Schüler, die ihr jetzt gerade zuschaut, liebe Eltern, die Sie gerade zuschauen, liebe Lehrer, die Sie gerade zuschauen, einfach jetzt mal ganz genau nochmal hinhören. Denn mit Das macht Schule können wir nochmal unterstützen, primär Sie natürlich. Aber wir haben es eben schon gesagt, einfach mal auf die Website gehen und dann eine E-Mail schreiben mit dem Stichwort NRWTV und dann gibt es die Unterlagen zum Sponsorenlauf. Wir haben ja schon mal ein bisschen reingeschaut. Das Ganze ist natürlich nicht nur mit Checklisten gespickt. Das heißt, man kriegt auch noch alles andere, was man für den Lauf braucht, an die Hand. Was genau haben wir hier noch? Denn der Tisch ist immer noch nicht aufgeräumt. Ja, das ist eine ganze Menge Fummelkram, was man so braucht für einen Sponsorenlauf und was hilfreich ist. Mhm. Fangen wir mal mit dem Schönsten am Ende an. Gucken Sie mal, das ist hier eine Urkunde. Die kann jeder Schüler kriegen am Ende des Laufes. Da steht drauf, was er geleistet hat und womit er wie viel Geld bekommen hat. Mhm. Und für den, der organisiert, gibt es so einen ganzen Stapel Briefe. Da ist es so. Wir machen das jetzt. Ja, es ist ein kleines Paket, was ankommt in dem Moment, wenn man hier mitmacht. Ganzen Stapel Briefe, um die Eltern zu informieren, den Elternrat, um Sponsoren zu gewinnen, die Firmen in der Umgebung, nämlich den Edeka-Markt oder den Friseur und die Apotheke und alle zu fragen, ob sie auch was dazugeben. Das hilft ungeheuer. Mhm. Und dann gibt es noch sowas ganz Tolles. So eine Excel-Tabelle. Die ist jetzt ein bisschen fiddelig an dieser Stelle. Da müssen wir entweder ganz nah ran. Ich kann sie gleich auch noch mal auf dem Rechner aufmachen. Hier ist was genau. Da ist ein Vordruck, wo ich einfach nachher nur noch eintragen muss. Ja, vielleicht sage ich mal ein paar Worte dazu, zu der Excel-Tabelle. Es geht letztendlich darum, dass bei Schulen immer wieder die Feststellung ist, sie machen Sponsorenlauf, laufen unglaubliche Summen, 20.000, 30.000 Euro, machen 3 Jahre später wieder einen Sponsorenlauf und auf einmal kommen nur noch 5.000 Euro zustande. Mhm. Man stellt also fest, das hängt oftmals an dem Wissen von einem Organisator, der sich in eine Sache reingekniet hat. Und wir haben in zum Beispiel diesen Excel-Tabellen und den Vorlagen all dieses Wissen konserviert, so dass man das auch wieder reproduzieren kann von Jahr zu Jahr. Man sieht das jetzt hier so ganz klein, leider, wir können es auch nicht vergrößern, der Rechner spielt da nicht mit. Und was vor allen Dingen auf Ihrer Tabelle nicht drauf ist, das ist das, was Sie in der Hand halten, da sind auch Tipps drauf, Tipps fürs Fundraising, Tipps, wie man effizient zusammenarbeiten kann. Es geht ja irgendwann darum, dass die Firmen, die man anspricht, die man auch wiederholt anspricht. Das heißt, man muss in irgendeiner Form auch mal die Namen und die Ansprechpartner notieren, die Telefonnummer notieren. Sowas geht in Schulen oftmals verschütt und wir haben in all diesen Vorlagen ganz viel Kleinigkeiten eingebaut, die Sache, Modewort nachhaltig, nachhaltig gestalten, so dass man von Jahr zu Jahr besser werden kann und dass auch Kooperationen zwischen den Firmen im Umfeld der Schule und der Schule entstehen. Mhm. Denn da sind ja auch Interessen, die zusammenkommen. Die Firmen wollen Nachwuchs haben, die wollen Schülerpraktikanten, die wollen Azubis haben. Die Schulen wollen gleichzeitig ihre Schüler irgendwo unterbringen. Die Schüler wollen in interessante Praktika reinschnuppern. Gleichzeitig sind die Firmen, die haben Geld, auch bereit, ein bisschen Geld zu geben. Damit kann die Schule viel machen. Und das bringen wir halt in den Vorlagen und Checklisten alles so zusammen, dass das auch gut schnackelt miteinander. Mhm. Dass Sie also da direkt auch diese Symbiose haben, wo dann die Unternehmen schon mit den Schülern in Kontakt treten und wahrscheinlich auch in einer sehr ungezwungenen Atmosphäre erst einmal, oder? Ja, klar. Was die Schüler dabei auch lernen, ist einfach, dass sie merken, wie man mit Leuten aus der Wirtschaft umgehen kann. Mhm. Dass sie auch merken, man muss ein bisschen rechnen können. Man muss kalkulieren, was dabei rauskommen kann am Ende. Das hilft einem, wenn man so ein, könnte ja auch lästig wirken, ne? Hat was mit Formeln zu tun und Excel-Tabelle. Macht das eigentlich Spaß? Ja, das macht Spaß, weil dann kann man hinterher sehen, wie viel man sich vorgenommen hatte und wie viel wirklich dabei rausgekommen ist. Und das sind ganz viele Erfahrungen, die den Schülern später helfen, wenn sie irgendwo in den Beruf gehen wollen. Mhm. Und die das sind, was die Firmen wiederum von Schulabsolventen gerne haben wollen. Die sagen dann immer Sozial- und Handlungskompetenzen. Mhm. Mhm. Das heißt, Erfahrung gemacht zu haben, wie ich mich mit anderen zusammen verhalte und wie ich was erreichen kann. Mhm. Wir lassen noch mal ein paar Bilder laufen von einer Schule, die einen Sponsorenlauf gemacht hat. Sie haben eingangs gesagt, es war so dieses Thema Sponsorenlauf, es macht jeder und irgendwie, aber mehr oder minder erfolgreich. Warum überhaupt sich dieser Sponsorenlauf annehmen? Warum haben Sie gesagt, wir richten unser Augenmerk jetzt im Moment mal voll und ganz auf den Sponsorenlauf? Ja.
Schulen brauchen Geld. Das ist erstmal ein Kernpunkt. Wir haben in unserem Schulkontakt regelmäßig eruieren wir, was ist eigentlich der größte Bedarf an Schulen? Was wollen Schüler, was wollen Lehrer, was wollen Eltern? Mhm. Und immer wieder mündet die Frage in das Thema Geld. Mhm. Und einerseits mag ich das nicht, weil ich sage, also an Geld hängt nicht alles. Aber andererseits ist es beruhigt, wenn man es hat und man kann damit was tun. Und von daher haben wir gesagt, Sponsorenlauf ist einer der kräftigsten Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Also versuchen wir doch da mal die Best Practice, die es überall gibt, zusammenzutragen und zu bündeln und den Schulen zur Verfügung zu stellen, damit man an Schulen einfach sich ein kleines finanzielles Polster für eigene Projekte anlegen kann. Aber das andere ist natürlich, dass hier die ganze Schule eingespannt ist. Das heißt, das ganze Kollegium, 70 Lehrer, 80 Lehrer, die in irgendeiner Form beteiligt sind, der Elternbeirat, Mütter, Eltern, die beteiligt sind an den Getränkeständen oder an den Ständen, wo abgestempelt wird und so weiter. Nachträglich müssen die ganzen Laufkarten der Schüler, die Laufleistungen eingetragen werden, irgendwo ausgewertet werden. Die Schüler müssen rausgehen zu anderen Menschen, ihnen erzählen, was sie an ihrer Schule erreichen wollen. Müssen sie also für ihre Sache begeistern und sagen, Oma, 1 Euro pro Runde gibst du doch. Oder wenn es geht, 1,50 Euro. Und da steckt ganz viel dahinter, was die ganze Schule bewegt. Und zum Schluss kommt raus, dass die Schule insgesamt für ein Ziel läuft und das schmiedet alle zusammen. Mhm. Sie wissen, wohin sich die Schule entwickeln will. Und dann ist das nicht etwas von außen aufgesetztes, sondern etwas, was von innen kommt. Und das ist ein fantastisches Gefühl. Es ist auch nochmal viel mehr als dieser eine Klassenraum, der irgendwo renoviert wird oder dass man da nochmal die gesamte Schule mit abdeckt. Das ist natürlich phänomenal. Was kriegen Sie für ein Feedback darauf? Also das Schönste ist, was wir in der letzten Zeit kriegen, sind Fördermitgliedschaften von Schulen, die einfach sagen, ja, eine tolle Sache, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, bei euch gibt's das ja und sie werden bei uns Fördermitglied. Was aber noch viel schöner ist als das, ist, wenn Dankesbriefe kommen, nicht nur Dankes-E-Mails. Neulich kam ein Dankespäckchen mit einem rosanen Brief da drin, wie ein Liebesbrief, handgeschrieben und eine Lehrerin berichtete, wie viel Erfolg es an der Schule gab durch eine Beratung, eine kleine Beratung von uns, die der Schule aber dazu geholfen hat, stiftungsmittelfrei zu kriegen für einen neuen Schulhof und an der Schule sehr viel in Eigeninitiative machen zu können. Und es war ein Frühstück drin fürs gesamte Team und dieser rosane Liebesbrief und die Lehrerin schrieb uns, ich habe es einer Kollegin erzählt und die hat gesagt, es muss ja ein Dollarverein sein und sowas ist doch klasse. Das gibt uns unheimlich Auftrieb. Das macht uns wahnsinnig viel Spaß, was wir da zurückbekommen. Mhm. Und wir merken, dass wir da so quer reinkommen, denn wir haben ja keine Schulbehörde oder irgendwas im Hintergrund, sondern wir sind rein privat und wollen Schulen helfen und fördern. Und wenn wir da so ein Feedback zurückkommen, merken wir, dass wir mit den Schulen im Schulterschluss sind und dass wir gewollt sind. Das macht Freude. Sie sagen gerade, wir wollen den Schulen helfen. Ja. Warum wollen Sie das? Sie waren vorher ganz normal, auch in Jobs. Warum kommt man plötzlich auf die Idee zu sagen, nein, und wir widmen jetzt unsere gesamte Energie, alles, was wir an Lebenselixier haben und möchten Schulen helfen, sich zu helfen? Da haben Sie unterm Strich jetzt mal ganz böse gesagt, ja eigentlich erstmal nichts von. Da hat die Schule was von, da haben die Schüler was von. Warum machen Sie es trotzdem? Wir haben das Gefühl, dass es für unsere Gesellschaft in Deutschland ganz wichtig ist, dass alle Menschen Eigeninitiative entwickeln und Verantwortung übernehmen. Und wenn man sich dann fragt, wie das kommen kann, wie das gehen kann, dann ist es irgendwie ganz klar, dass die jungen Menschen diejenigen sind, die das am liebsten aufnehmen und die das am besten weitertragen können. Und so kann sich das in der Gesellschaft weiter verbreiten. Das ist eigentlich unsere ganz große Vision. Mhm. Und wir sind auch immer wieder ganz begeistert davon, dass Schüler das sofort begreifen, was das wert ist, wenn sie was selber machen und wenn sie richtig ernsthaft für das, was sie da tun, Verantwortung übernehmen. Sie sollten das mal sehen, wie ernsthaft Schüler solche Veranstaltungen vorbereiten, mit welch einer wie wichtig ihnen das ist, dass das richtig gut funktioniert. Und die nehmen davon so viel mit ins Leben, dass wir einfach möglichst vielen Schülern das mitgeben wollen, damit die ganze deutsche Gesellschaft und letztendlich auch die ganze deutsche Wirtschaft weiter erfolgreich sein kann und in der Welt vorne anlaufen kann und alle glücklich sind. Es ist die Zukunft, in die Sie investieren. Man muss es einfach so sagen. Sie machen das nicht ganz alleine. Wir schauen einfach noch mal ganz kurz in Ihr sogenanntes Headquarter rein, denn da sind auch noch einige fleißige Menschen, die mithelfen.
Hier sieht man schon, jede Menge Arbeit ist das. Mit wie vielen Personen machen Sie es mittlerweile? Als wir uns vor einem Jahr getroffen haben, da waren Sie zwei alleine und hatten hier und da mal ein bisschen Unterstützung. Ja, das ist der absolute Knaller. Wir haben seit einem Jahr zwei feste Mitarbeiterinnen und zusätzlich, wie früher auch, immer einen Praktikanten oder eine Praktikantin. Das heißt, wir sind insgesamt 5 Leute. Mhm. Jetzt sind wir ein super schlagkräftiges Team, können eine ganze Menge reißen. Das macht mit den neuen Mitarbeitern auch wahnsinnig viel Spaß, besonders weil sie auch nicht nur super motiviert, sondern auch sehr gut qualifiziert sind, jeweils auch Mehrfachqualifikationen mitbringen und mit einem Feuereifer bei der Sache sind, was auf die Schulen überschwappt. Mhm. Und das von daher können wir jetzt auch mehr bewegen als noch vor einem Jahr. Aber das sieht man auch am Projektzähler. Mhm. Ich glaube, als wir letztes Mal hier waren, stand es irgendwie bei 600, 603. Genau. Jetzt irgendwie bei 800. 846 waren wir, glaube ich, eben. Wir können das gleich nochmal in Echtzeit überprüfen. Wir sehen nämlich gerade noch einige Bilder, wo eben so ein Klassenraum war, der neu gemacht werden musste. Sie sagen, das ist schon Wahnsinn, was sich entwickelt hat. Wenn Sie jetzt ein bisschen träumen dürften, was würden Sie sich wünschen, damit es einfach, weil das macht Schule auch noch, weiter vorwärts geht. Mhm. Was wären so Ihre Visionen, wo Sie sagen, Mensch, wenn wir das hätten, wenn da draußen sich jemand mit engagieren kann, was wäre das, was Sie sich wünschen? Also das, was bei den Schulen fehlt, ist Geld. Was bei uns fehlt, ist ebenso Geld, damit wir unsere Arbeit für die Schulen tun können. Mhm. Und wir tun eine ganze Menge dafür, dass die Wirtschaft guten Nachwuchs hat. Und wenn die Wirtschaft das erkennt, und einige tun das und fördern mal an der einen oder anderen Stelle, da haben wir aber noch einen sehr viel Platz in unserer Portokasse, wo noch einiges rein kann, damit wir nicht nur mit 5 Leuten, wie wir jetzt arbeiten, sondern mit ein paar mehr arbeiten. Und dass wir auch nicht so sehr abhängig sind von vielen ehrenamtlichen Leistungen. Wir haben tolle ehrenamtliche Unterstützung, aber jeder, der ehrenamtlich arbeitet, macht das nebenbei. Und wenn mal irgendwie die Projektlage oder Arbeitslage bei ihm eng ist, dann stehen wir natürlich hinten an. Das heißt, wir haben eine hochkomplexe Website, die zu betreuen ist. Da ist sehr viel Technik im Hintergrund. Mhm. Für alles, was wir tun, ist sehr viel Technik im Hintergrund. Das muss irgendwie alles geleistet werden. Und dafür brauchen wir Ressourcen, die wir auch bezahlen können. Und das ist der Traum, dass da etwas passiert. Andererseits ist es für uns ganz toll, mit Unternehmen zusammenarbeiten zu können, weil wir sie natürlich direkt mit dem Nachwuchs in Kontakt bringen und sehr viel aus dem Unternehmen heraus auch in die Schulen reintransportieren können. Und damit meine ich nicht platte Werbung, ganz im Gegenteil, sondern das, worauf es Unternehmen heute immer mehr ankommt, nämlich den Sinn im Unternehmen auch für ihre Mitarbeiter zu geben. Wir nehmen Mitarbeiter aus Unternehmen mit den Schulen rein und dort passieren dann gemeinsame schöne Projekte. Also Unternehmen dieser Welt, ihr seid aufgerufen, kontaktet uns, wir können euch eine Menge dazu erzählen, wie ihr Mehrwert erzielen könnt über euer gesellschaftliches Engagement bei uns. Ganz genau, das alles über die Seite dasmachtschule.net, da kann man den ersten Kontakt aufnehmen und wer jetzt sagt, Mensch, das interessiert mich, ich möchte mit meiner Schule auch etwas verändern, Lehrer, Schüler, Eltern, Freunde, Familien, alle sind hier gleichermaßen gefragt, einfach mal auf dasmachtschule.net/Lehrerinfo gehen. Da kriegt man dann diesen wunderschönen Flyer, wo nochmal alles zusammengefasst ist über Ihre Idee, über die Projekte, wie man mit Ihnen in Kontakt tritt. Und wie gesagt, wer sich heute meldet unter dem Stichwort NRW-TV, kriegt auch schon einmal die Unterlagen für den Sponsorenlauf. Ja, einfach eine E-Mail an kontakt@dasmachtschule.net. Oder das, genau. Entweder den Button auf der Startseite oder händisch eingeben. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Sie heute hier waren, dass wir nochmal über das Projekt gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder mit spannenden Themen hier treffen, dass wir noch einmal ganz tief reinschauen in das, was Sie machen und dass auch Nordrhein-Westfalen sich jetzt aufgerufen fühlt, zu helfen oder Sie einfach mal zu kontaktieren. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren, Frau Gebert, Herr Gebert. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Jahr. Ja, ganz recht herzlichen Dank. Und dann natürlich wieder im Lifestyle.